Jetzt sollte hier mal der Stau auch mal zu Ende sein, weil dann, sonst geht hier gar nichts. Herr Scholz, wo sind Sie? In 10 Minuten redet er da unten. Und wir wollten eigentlich 15 Minuten Interview machen. Hallo aus Berlin. Ich treffe hier heute jemanden, der da drin regieren will, im Deutschen Bundestag. Helene und Minouche haben ja schon die anderen beiden Kanzlerkandidatinnen getroffen, Annalena Baerbock und Armin Laschet. Mal ehrlich, gehen Sie manchmal ins Bett, ohne sich die Zähne zu putzen? Herr Laschet, kann man Ihnen eine Frage stellen? Nee, wir machen nicht Wahlkampf. Es geht um die jungen Leute. Wahlkampf. Und ich treffe heute Olaf Scholz, den Kanzlerkandidaten der SPD. Das Gute, Olaf Scholz ist der Einzige, der uns offiziell einen Termin zugesagt hat. Was nicht ganz so gut ist, wir hatten eigentlich 45 Minuten vereinbart. Ich hatte mir ein paar richtig coole Aktionen für ihn überlegt. Dann hat mich die SPD aber ein bisschen runtergehandelt. Ich habe jetzt noch 10 Minuten Interview, ansonsten hätten sie ganz abgesagt. Aber davon werde ich mich jetzt sicher nicht abhalten lassen. Ich will ihm unbedingt eure Community-Fragen stellen zum Thema Klimapolitik und zum Thema Mitbestimmung von jungen Leuten. Ab zu Olaf Scholz. Oh Gott! What the fuck? Max, ich habe hier noch eine Nachricht für dich. Ihr Schweine! Oh, warte, ich muss einen Toner machen. Hallo, lieber Max. Ist ja total schön für dich, dass du einen Termin hast mit Olaf Scholz. Aber ganz so leicht wollen wir dir es nicht machen. Minouche und ich mussten ja an Laschet und Baerbock rankommen ohne Termin. Und das war hart, das war wirklich unangenehm. Deswegen haben Minouche und ich beschlossen, Rache muss sein. In dem roten Umschlag befindet sich auch für dich eine spicy Frage, die du Olaf Scholz stellen musst. Ganz viel Spaß und Bussi Bussi, deine Minouche und deine Helene. Bussi Bussi für den Arsch. Ja, komm, wie spicy soll sie schon sein? Und der Olaf, der verträgt bestimmt ein bisschen scharf. Ein bisschen schon. Aber ich würde schon saugern reingucken. Darf ich ein bisschen? Einmal nicht. Na gut, dann bringen wir es hinter uns. Ab zum Olaf! Ah. Also es ist jetzt noch eine Stunde, dann habe ich meinen Termin. Und ich bin jetzt echt verdammt aufgeregt. Also die Chance ist einfach da, dass ich jetzt gleich den nächsten Bundeskanzler interview. Die SPD liegt gerade in Umfragen relativ klar vorne. Ja, und ich habe noch nie zu so einer entscheidenden Phase so einen wichtigen Politiker interviewt. Also ich hoffe, es geht nicht schief. Und ich hoffe auch, dass ich alle eure Fragen stellen kann. Ich bin gespannt. Jetzt sollte hier mal der Stau auch mal zu Ende sein, weil dann, sonst geht hier gar nichts. Fuck. Ich bin gar nicht so aufgeregt, wie ich gedacht habe, tatsächlich. Also es geht jetzt. Ich stehe am richtigen Platz. Ich hoffe jetzt noch, dass er pünktlich kommt und ich hoffe, dass diese Frage hier nicht zu spicy ist, dass er abhaut. Aber sonst, ich freue mich jetzt ein bisschen. Schauen wir mal. In 10 Minuten redet er da unten und wir wollten eigentlich 15 Minuten Interview machen. Und ich hoffe, ich kann halt alle Fragen stellen, die ich stellen will. Oh Mann! Herr Scholz, wo sind Sie? Ah. Mann, ey. Jetzt in 2 Minuten geht da unten seine Rede los. Oh. Hallo. Hallo, Herr Scholz. Freut mich. Sie dürfen sich gerne, da wo dieses kleine Hölzchen steht. Sind Sie im Stau gestanden? Weiß ich nicht, ich habe gearbeitet. Okay, Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, dass Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral sein soll. Das dauert aber einigen zu lange. Also Fridays for Future sagt ja zum Beispiel 2035. Die Linke hat es auch so in ihrem Wahlprogramm. Rechnen die anderen da falsch oder sind ihre Pläne zu lasch? 250 Jahre Industriegeschichte beruhen auf Kohle, Gas und Öl. Alles, was uns
heute an Wohlstand begegnet, hat etwas damit zu tun, was wir anhaben, was wir als Möbel nutzen, die Häuser, in denen wir uns befinden, all die Produkte, die wir nutzen. Wenn wir jetzt uns vornehmen, in 25 Jahren klimaneutral, CO2-neutral zu wirtschaften, dann ist das das größte industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland sich jemals vorgenommen haben. Hochöfen müssen ersetzt werden durch neue Technologien. Das Gleiche gilt für die Chemieindustrie oder den Maschinenbau oder für diejenigen, die Zement herstellen. Und das schaffen wir in dieser Zeit, wenn wir alles richtig machen. Das heißt, 2035 ist aus Ihrer Sicht nicht realistisch? Das Wichtigste ist, dass wir, nachdem wir nun entschieden haben, aus der Nutzung der Atomenergie auszusteigen, aus der Nutzung der Kohleverstromung auszusteigen, einsteigen in die Produktion von Strom mit erneuerbaren Quellen, mit Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land und mit Solarenergie. Und dazu müssen wir die Produktionskapazitäten nicht nur so ausbauen, dass sie Kohle und Atomstrom ersetzen, sondern auch für alles das, was in den wirtschaftlichen Prozessen bisher mit Kohle, Gas und Öl gemacht wird, brauchen wir zusätzlichen Strom. Allein die Chemieindustrie braucht am Ende dieser Zeit so viel Strom wie ganz Deutschland heute. Und dann natürlich aus Wind und Sonne. Okay. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, ob es bis 2035 absolut unrealistisch ist, aber spätestens 2045, sagen Sie ja. Zum Thema Jugend steht in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie jedes neue Gesetz einem Jugendcheck unterziehen wollen. Jetzt hat mich interessiert, wie so ein Jugendcheck bei einem neuen Gesetz aussieht. Es müssen die Perspektiven der jungen Generation berücksichtigt werden, ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Ein Thema ist ganz sicher der Klimawandel, über den wir schon gesprochen haben. Aber es geht auch zum Beispiel um die Frage, gibt es gute berufliche Perspektiven? Schaffen wir das, dass mehr junge Leute nach der Schule eine Berufsausbildung beginnen können? Sind die Förderbedingungen für die Ausbildungsförderung gut genug, dass auch diejenigen, die aus Elternhäusern kommen, die nicht genügend Geld verdienen, gut studieren können? Alles Fragen, die mit geprüft werden müssen. Hat es denn in der jetzigen Bundesregierung, ist es da nicht passiert, weil Sie haben den Jugendcheck jetzt so explizit ins Wahlprogramm geschrieben? Also gab es das in den letzten 4 Jahren jetzt nicht? Es ist ein großes Thema für mich, für die Sozialdemokratische Partei. Wir wollen, dass bei jedem Gesetzesvorhaben das immer mitbedacht wird, weil das eine Fragestellung ist, die eben wichtig ist und die man berücksichtigen muss. Die Perspektiven der jungen Generation sind wichtig. Übrigens einer der Gründe, warum ich mich auch dafür einsetze, dass wir das Wahlrechtsalter auf 16 reduzieren. Die jungen Leute, die schon abstimmen wollen, können das dann und das werden auch viele machen. Okay. Ich habe in diesem Umschlag noch eine spicy Frage für Sie, da wo ich selber noch nicht weiß, was da drin ist. Ich hoffe, sie ist nicht zu spicy für Sie. Können Sie spicy ab normalerweise? Ja, ich kann das ab. Gucken wir mal. Wir treffen Sie heute in einem Biergarten. Das war auch bei Frau Baerbock so. Und Herrn Laschet haben wir letztens in einer Brauerei getroffen. Haben Sie das Gefühl, man muss sich die Politik manchmal schön trinken? Nein, das Gefühl habe ich nicht. Auch wenn ich jetzt im Wahlkampf sogar gestehen muss, dass ich praktisch ausschließlich alkoholfreies Bier trinke, damit ich die ganzen Termine gut hinter mich bringen kann. Aber ich finde, ab und zu darf man auch mal ein Bier trinken oder ein Glas Wein. Eine letzte Sache habe ich noch. Wir sind ja ein Instagram-Kanal. Ich würde Ihnen jetzt noch 3 schnelle Fragen stellen, die Sie ganz ohne Worte beantworten müssen. Und zwar gibt es auf Instagram den sogenannten Boomerang. Nein, das tut mir leid. Eine Minute, dann haben wir es. Dankeschön. 3 schnelle Fragen noch. Schade, sind Sie noch wieder vorgekommen. Viel Spaß heute Abend. Ja. Herr Ohlfisch, hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. Ich weiß, die Frage hat mir auch gefreut. Ciao. Ciao, schönen Abend. Also es waren jetzt nicht, also ursprünglich waren es mal 45 Minuten, dann waren es 15, dann waren es 10 und insgesamt waren es jetzt 4 Minuten, 5 Minuten, glaube ich. Besser als nix. Ah, der ist schon einfach brutal, ne? Also der hat so ausreichend geantwortet, gerade bei der Klimafrage. Ich meine, ist halt ein Profi, der macht auch seit Wochen nichts anderes, ne? Aber ich habe eure Themenbereiche angebracht. Ob er jetzt korrekt geantwortet hat, also ob er wirklich die Frage beantwortet hat oder nicht, das könnt ihr entscheiden. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr die Antworten und das Interview von Herrn Scholz fandet. Da unten läuft er mit Frau Giffey. Ja. Aber nett war er. Ich wusste, ich muss ja noch die scheiß spicy Frage da abarbeiten. Aber die war gut. Hut ab an Helene und Minouche. Ja, und ich würde sagen, wir trinken jetzt auch ein Bier und hören da mal ein bisschen zu, oder? Schau mir das mal an.
Hallo. Ich hätte gern ein helles. Das schützt Sie, das schützt uns alle. Und es ist gut, dass wir so weit gekommen sind. Wir müssen jetzt noch mehr davon überzeugen, dass wir das. Punkt.